Wir haben ursprünglich zu zweit in der Wohnung gewohnt, zwei Zimmer, 60 Quadratmeter. Und als dann Anton, unser Sohn, auf die Welt kam vor knapp 2 Jahren, war relativ schnell klar oder davor auch schon, dass wir eben ein separates Kinderzimmer brauchen, das wir so nicht hatten bei der alten Raumaufteilung. Und haben dann natürlich auch erstmal noch kurz geguckt, Drei-Zimmer-Wohnung, und haben aber schnell gemerkt, dass das nicht so unser Fall einfach ist und auch aus dem Budget raus ist. Und sind dann auf die Idee gekommen, aus dem, was wir haben, aus der kleinen Wohnung was zu machen und den Raum so aufzuteilen, dass er ein separates Kinderzimmer hat und wir einen großen Raum, wo wir alles andere machen, wo man lebt und isst und zusammenkommt. Und so kam es dann überhaupt zu der Idee. Und dann sind wir eben auf die Suche gegangen, wie wir das umsetzen können. Also wir wollten halt ursprünglich auf alle Fälle hier in der Gegend bleiben und auch nicht den bestehenden Raum nutzen. Und dann habe ich die Architekten, also CBAG, angefragt, ob sie Lust auf so ein Projekt haben. Und dann kamen sie mit einem Entwurf und das Ergebnis ist das hier, was wir sehen. Es waren halt zwei Räume gewesen, also wir haben halt natürlich jetzt auch hier schon ein bisschen eingegriffen, war nur Trockenbau, also nicht so dramatischer Abbruch, Gott sei Dank. Aber wir haben dann eingegriffen, haben hier einen großen Raum draus gemacht, damit wir dann halt wieder diesen Schlafkubus, den man hinter uns sieht, einstellen können. Das war natürlich auch der Schlüssel, dass die beiden bereit waren, in sozusagen in einem Art kleinen eingestellten Raum im Raum dann zu schlafen. Und dann hatten wir dann getestet, wie groß kann dieser Raum sein. Jeder hat so einen kleinen Bereich von 35 cm neben der Matratze. Und das heißt, es ist eigentlich relativ enger Raum. Kompakt, aber rationell. Also Anni hat sich jetzt auch praktisch vor 3 Tagen mal reingelegt. Also er findet das eigentlich. Die Entscheidung war richtig. Völlig okay. Ist. Es ist gleichzeitig soll ein wertiges Projekt sein, aber auch ein Low-Budget-Projekt. Weil einfach das Problem ist halt, sagen wir mal, es sollte kostengünstig umgesetzt werden, weil es eine junge Familie ist. Es hat ein Thema in der Zeit jetzt. Also auch durch die steigenden Preise halt war es gar nicht möglich gewesen, dass sich jetzt hier in dem Viertel, wo sie sich jetzt gerade eingelebt haben und auch super gerne sind, halt was Neues kaufen. Mit der Umsetzung des Konzeptes sind wir super zufrieden. Einerseits dadurch, dass Anton jetzt sein separates Kinderzimmer hat, aber jetzt, wo er noch so klein ist, spielt sich natürlich noch viel mehr auch in diesem großen Wohnraum ab. Wir haben auch direkt gemerkt, dass diese Idee auf das Schlafzimmer der Eltern zu verzichten und das eben nach hier drin einfach nur als Bett zu verlagern, völlig ausreicht. Das fehlt irgendwie überhaupt nicht. Und auf der anderen Seite dafür, dass es ja nach wie vor dieselbe Wohnung ist mit 60 Quadratmetern, haben wir unglaublich viel Platz trotzdem geschaffen. Wir haben viel mehr freie Fläche, dadurch, dass wir viel Einbaumöbel haben und nichts mehr irgendwie rumstehen, und das insgesamt, das ist viel größer, es wirkt viel größer, und damit sind wir völlig zufrieden. Also